Und jetzt geht es los mit der alles entscheidenden Map. Tyler gegen Six Jax. Ich freue mich auf diese Partie. Ein sehr gutes erstes Spiel, ein durchwachsenes zweites Spiel und jetzt eine dritte Partie zwischen diesen beiden Jungs im PvZ auf Shakuras Plateau. Ja, während ich das hier caste, sollte Socke in jeder Sekunde da sein. Ihr werdet euch fragen, Socke, Socke, das war dann für den Ligapokal. Also ich habe mir die kurze Zeit, die ich dann hatte, die Verschnaufpause sozusagen, sinnvoll genutzt, direkt noch ein paar Replays gecastet, damit das hier natürlich auch direkt vorwärts geht. Ja, und dann haben wir hier auch noch ein schönes PvZ. Cross-Position, Shakuras und beide jetzt hier mit dem Opening. Ja, ich bin gespannt, wer hier wieder was macht. Six Jax hatte vorhin einen sehr frühen Pool gespielt. Das sieht aber diesmal wieder anders aus. Den Spaß will er sich wohl nicht mehr geben. Aber warten wir erstmal ab, ist ja alles möglich. So, hier sehen wir das das Gateway erstmal mit dabei. Und keine großen Überraschungen hier soweit. 14 ist Supply beim Zerg. Und sehen wir hier eine Hedge vor dem Pool. Das ist halt die Frage. Oder würde er sagen, ja, ich spiele erst den Pool vom Hedge. Ist ein bisschen sicherer. Und bleibt dann auch wirklich, oh, gucken wir mal, da geht die die Drohne los. Also es gibt auf jeden Fall eine Hedge. Ich sag mal, da muss dazu sagen, das ist hier einfach eine riesige Map. Also Shakuras ist halt sehr groß. Man kann nicht close starten. Also für alle Leute, die hier vielleicht auch zum ersten, zweiten, dritten oder vierten Mal zuschauen, die Shakuras noch nicht so gut kennen. Wenn du hier startest, kann dein Gegner nicht hier sein. Das muss gegenüber sein. Ob es hier links gegenüber ist oder quer gegenüber halt, auf der linken Seite. Das ist eins dieser beiden Möglichkeiten, gibt es halt nur. Als diese Map rausgekommen ist, gab es wirklich jeden zweiten, der hat dann halt noch regelmäßig dann immer nur auf der Close noch gescoutet, on top. War halt nicht so clever, hat viel Zeit gekostet und brachte halt gar nichts. So, Pool im Bau jetzt auch, die nächste Drohne auch, da gibt es den ersten Salad. Und diesmal hat er auch gescoutet und wir sehen jetzt hier die Forge im Bau. Okay, das wird interessant. Erster Salad rennt jetzt los. Chrono boostet den zweiten mit raus. Die Drohne sieht das jetzt in diesem Moment. Also das... Eieieiei. 15-15. Wird die Drohne die Forge scouten? Noch nicht. Oh mein Gott, er lässt ab davon. Und das wird spannend. Das wird spannend. Und da ist die erste Cannon im Bau. Wie weit sind die Linge? 6 Linge, 8 Linge im Bau. Spinecrawler wird da hinten gesetzt. Gibt eine weitere Cannon in wenigen Sekunden, sobald 150 Mineralien da sind. Sollte er zumindest bauen. Ja, bau doch. Was machst du da? Eine Drohne schon mal down. Und da kommen die Linge. Jetzt wird's haarig. Zweiter Salad im Bau. Die Cannon wird jetzt gerade ebenso fertig. Aber viel Schaden wird die nicht anrichten können. Und das ist jetzt abgewehrt. Das ist jetzt auf jeden Fall abgewehrt. Aber die Drohne nimmt er vielleicht auch noch mit. Ja, auch noch mitgenommen. Greif an. Na, okay. Ist dann erstmal nichts geworden. So, und dann war dieser Pylon Cannon Salad Push nicht so gut. Er hat Schaden gemacht. Das können wir uns jetzt ja auch mal angucken. Aber wenn wir mal sehen, was er auf der anderen Seite verloren hat. Ich meine, er hat halt eine frühe Forge gespielt, er hat weniger Harvester gebaut, als er das gewöhnlicherweise tut. Er hat eine Cannon verloren, er hat einen Pylon verloren, er hat einen Zealot verloren, er hat einen zweiten Zealot verloren und er hat auch noch eine Probe verloren. Also das ist natürlich ein übler Tausch gegen zwei, drei Drohnen plus einen Ling oder sowas. Also schmerzhaft. Das tut einem Tyler auf jeden Fall weh. Gucken, wie er sich jetzt weiterhin präsentieren kann gegen Six Jax, der hier nicht schlecht spielt. Oh. Da will ich ein bisschen Scout-Informationen bekommen. Gegner ärgern und nerven. Tyler versucht den einen Salad nach hinten zu kriegen. Jetzt hat er ihn fast reingelassen. Jetzt steht er da eigentlich relativ gut. Der erste Salad geht down und da kommt er rein. Scouten, scouten, scouten. Das ist das Motto. Und schon sind die beiden Dinge drin und können sich anschauen, was hier passiert. Und da sieht er zweites und drittes Gate. Er sieht jetzt hier auch, sollte er zumindest gesehen haben. Lass uns kurz schauen. Ja gut, er hat jetzt ein Gate noch im Bau gesehen. Also der hätte noch ein bisschen besser scouten können. War aber schon sehr gut gemacht, dass er mit den Link da noch durchgekommen ist. Also von daher kann man sich eigentlich nicht beschweren. So, Spinecrawler also jetzt auch mit am Start. Evo Chamber steht jetzt bald auch. Der wurde jetzt schon zum zweiten Mal umgesetzt, oder? Oder zum dritten Mal, glaube ich. So, checken wir mal das APM der beiden Jungs. Das können wir auch schön hier mit diesem Tab machen, wenn es so gegeneinander kämpft. Bei manch einem Kori will man das gerne mal sehen, wie die gegeneinander kämpfen. Units killed, da sehen wir es. 11 gegen 4. 3 Arbeiter gegen 1. Zack.
Die Echse wird auch gebaut. Also jetzt versucht Tyler hier ein Follow-up zu spielen, was halt ein recht solides Follow-up ist. Also er will jetzt kein Risiko mehr eingehen, er will die Echse setzen, will dann wirklich ein Makro-Game aufziehen. Eventuell einen gut geteilten Push setzen. Mal gucken, er hat halt die frühe Forge. Ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, vielleicht auch dann mit den Upgrades früh anzufangen. Kostet natürlich auch recht viel Gas. Hallucination wird genutzt. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Er hat halt jetzt keine Ahnung, ob Six Jacks irgendwie total greedy ist und gar keine Units mehr baut und Mass-Eco. Momentan baut er Mass-Eco. Ich meine, er ist jetzt schon vorne im Harvester-Count und da waren gerade noch 9 Arbeiter im Bau. Wir sehen das jetzt, sind es 11 mehr. Da kann aber noch ein bisschen mehr kommen. Sondern irgendwann könnte sich doch der Protoss überlegen, ob er dann doch mal vielleicht einen guten Timing-Push macht. Hier ein Banding Nest. Übrigens, falls ich jetzt gleich mal irgendwann kurz weg bin, kann das sein, dass Socke klingelt. Dem würde ich dann die Tür aufmachen. Dürft ihr in dieser Zeit First Person genießen, ohne Kommentar. Dauert aber nicht lange. 30 Sekunden oder 60 höchstens. So, Chrono boostet die Eco. Das sieht alles gut aus. Hier ist noch ein Chrono Boost drauf. Da wird aber nicht Chrono boostet. 3 Gates stehen. Und die Hallucination immer wieder jetzt unterwegs. Wird jetzt die ganze Zeit versuchen, immer wieder Scout-Informationen zu bekommen. Das ist seine letzte Info, also er hat wirklich lange, lange Zeit nichts mehr gesehen. Auch lustigerweise genau jetzt klingelt's. Jungs, ich bin sofort wieder da, gebt mir eine Sekunde. Boah, ich bin Reh. Hi, Jungs. Ah, Socke kommt jetzt gerade hoch. So, und wir schauen uns diesen Spaß nochmal eben an. Das will ich jetzt hier nicht abbrechen. Wo wir hier 10 Minuten schon haben oder so, dann wollen wir ja den Rest auch noch mitsehen. So, was habe ich verpasst? 88 gegen 71 Supply. Baninge werden hier gerade gemorpht. So, Vision wieder hier. Und wir haben auf der anderen Seite Sentries. Stalker auch noch mit am Start. Einiges an Probes. Und der provisorische Kaffee ist auch bei ihm in der Hand. Das sehe ich doch sofort. So. Ich habe auch heute, hi, ich habe heute übrigens auch genügend Energy mit dabei, falls du brauchst. So einen ganzen Kasten. Ah, Red Bull hat er auch mitgebracht. Gut vorbereitet. So. Also, was haben wir hier sonst? Upgrades sehen wir bisher momentan das 1-0 Upgrade für die Linge. Und sonst haben wir hier, das sind jetzt noch die MLG Replays. Für alle Leute, die ja nichts von der MLG sehen konnten, weil es ja nichts zu sehen gab, dachte ich mir, machen wir mal die MLG-Woche. So. Weiterer Scout mit der Hallucination, also auch mit am Start. Schaut sich auf jeden Fall immer wieder an, was da passiert. Aber hier sehen wir jetzt den fiesen Drop mit 8 Banelingen. Und ich glaube, der wurde bis dato überhaupt noch gar nicht gescoutet. Aber hier ist ein Stalker, der die ganze Zeit Patrouille hält. Die Frage ist halt, was das bringt. Reicht das, wenn man einen Stalker... Oh, der geht von ganz oben nach ganz unten Patrouille. Gucken, wie das Timing ist. Die Overlords kommen ran. Der Stalker geht gerade runter. Vision. Noch sieht er gar nichts von den Overlords. Und die könnten theoretisch richtig, richtig viel Schaden machen. Da ist der Scout. Und da stehen jetzt die beiden Overlords. Und ich frage mich schon, wo sie bleiben. Jetzt lenkt er hier unten ab mit den Lingen. Sollte sich jetzt wieder zurückziehen mit den Lingen. Das reicht vollkommen. Oder will er da wirklich... Und oh, wie Tyler halt das einfach gesehen hat. Was ist das denn? Also richtig schnell reagiert. Besser ging es gar nicht. Jetzt lädt er hier noch die Bandlinge aus. Um, oh mein Gott, er lädt sie nicht aus. Was ist das denn hier für... Oh mein Gott, Microbugs. 2 Overlords mit Bandlingen drin. Nichts gerissen. Gar nichts. Und hier genau das gleiche Spiel. Nichts gemacht. Richtig gute Ideen gehabt, aber die Umsetzung war katastrophal. Das hätte auch von mir sein können. Oh Mann, da hätte er ja gerade richtig viel Schaden machen können. Das ist nicht gut gelaufen. Also da standen hier die Overlords, die nichts gemacht haben, obwohl da Baninge drin waren. Hier die beiden, wo nichts gemacht haben. So, jetzt geht er hier auf die dritte, die ist aber noch nicht durch. Und wir gucken uns mal ganz kurz das Income an. 57, 43, ja, jetzt ist er halt unfassbar weit hinten. Also Tyler braucht das im Prinzip nur noch ganz solide runterspielen. Würde an seiner Stelle irgendwann die dritte nehmen und einfach eine riesige Protoss-Army aufsetzen. Kolosse werden da auf jeden Fall eine gute... Ja gut, er baut ja auch schon Kolosse. Central Lance Upgrade fehlt gerade noch. Gas hat er fast genügend. Könnte er jetzt zumindest anfangen. 200 Gas braucht er. Er ist auch 4 Gas, oder? Ja. Ah ja gut, er verbraucht halt einfach auch jede Menge. Deswegen eine dritte Basis würde ihm jetzt auf jeden Fall helfen. Er hat immer noch ein bisschen Schiss vor diesen beiden Overlords. Hier oben stehen. Da ist eine Cannon, da kommt auch noch eine Cannon hin. Irgendwann kommen sie halt doch nochmal runtergerollt. Und da kommen sie jetzt. Die eine Cannon steht, die andere ist noch nicht ready. Oh, was mit den Stalkern, was mit den Stalkern? Oh, das tut weh, das tut weh. Jetzt auf einmal trifft er doch nochmal alles. Oh, ein Baneling mehr und dann wäre Schluss mit lustig gewesen.
dann wäre alles gefallen. Aber gut, schauen wir uns das mal an hier. Jetzt ist er mit dem Supply halt wieder gut rangekommen und auch mit dem Harvester-Count. Er ist auf einmal wieder vorne, gerade war 15 hinten oder sowas in die Richtung. Also, das ist fies. So ein Bailing-Drop, also wenn ihr euch mal überlegt, das hätte er gerade direkt richtig gemacht, ja. Hätte er hier einfach nur abgelenkt und direkt die Overlords reingeschickt. Ich vermute, das wäre sehr viel besser ausgegangen. Er hätte vor allem nicht so viel Supply verloren. Hier sehen wir gerade das 2-0 Angriffs-Upgrade im Bau. Und das ist übrigens das alte Shakuras, wie wir hier sehen. Also die Echse hier nicht begehbar von diesem Destructor Rock, den es gibt. Und die Echse hier ist jetzt noch immer hier. Also ist noch ein kleiner Unterschied. So, Unit Tab schauen wir uns auch mal gerne an. 17 Stalker, 2 Kolosse, 3 Zealots, 1 Phoenix, 4 Sentries, 11 Banelinge, 17 Roaches, 2 Linge. Also da ist der Zerg wirklich gutes Stück schlechter unterwegs. 64 Drohnen, also dafür hat er mittlerweile eine gute Eco. Bloß auch hier ist die dritte jetzt im Bau. Fragst du, was kann er noch großartig machen? Also da muss er jetzt nochmal so ein, zwei gute Moves könnten da was bringen, aber wenn er das jetzt einfach so runterspielt und nicht weiter exzessiv expandiert, dann sehe ich da, glaube ich, nicht mehr. Oh, er will jetzt von hinten durch. Die Echse könnte er da relativ schnell finishen. Ist kein Scout, kein Pylon oder irgendwas in die Richtung. Also hat gar keine Ahnung, was da kommt. Hier sehen wir wieder einen Scout Phoenix. Also zumindest eine Hallucination. Also gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber ich glaube, er wusste auch von der Expansion nichts. Also die Echse kann er jetzt komplett abbrechen. Also immer noch 2 Base gegen jetzt 3 Base halt immerhin. Das ist der einzige Vorteil, in dem der Zerg jetzt gerade noch bleibt. Aber wenn man uns die Armee anschaut, dann wissen wir ganz genau, wer vorne liegt. Da sind jetzt die ersten Crop da mit dabei. Also das ist schon mal ein ganz guter Move. Die braucht er ganz dringend. 5 Stück ist schon mal nicht so schlecht. Aber da sind auch noch 6 im Bau. Okay, das ist sehr gut. Also gleich 11 Corruptor. Damit kann er die Kolosse sehr gut aus dem Spiel fokussen und snipen. Gucken wir uns das mal an. Die Banelinge sind auch in den Overlords drin. Er bräuchte vielleicht ein paar mehr Roaches. Damit er ein bisschen mehr Ground hat und den Schaden fressen kann. Brauchst du Hilfe? Hast du Escape schon gedrückt? Ja, okay. So, gucken wir mal die Force an. Tja, gleich Farmer gegen Socker, aber da gut, das ist ja dann, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon vorbei. Aber das gibt es natürlich im Nachhinein auch als VOD. So, die Echse wird nochmal aufgesetzt. 4 Cannons gerade mit am Start. Hier sind die Corruptor, 8 Stück. Vielleicht möchte da jetzt schon mal... Nein, gleich sind die Cannons durch, dann kann er das vergessen. Nein, jetzt fliegt er gerade vor. Wieder zurück und da haben wir ein paar Linge. Oh, das wäre jetzt schön. Er könnte jetzt hier... Na gut, da sind 2 Cannons. Da bräuchte er vielleicht einfach ein paar Linge mehr. 173 gegen 140 Supply. Also der Zerg mittlerweile wieder gut dabei. Dadurch, dass er lange auf 2 gegen 3 Basen gefeitert hat, also er wirklich auf 3 die ganze Zeit war, jetzt auch ein bessere Eco hat, konnte er an Supply wieder einiges rausholen. Da sind noch einige Roaches, die nachkommen. Gucken, was in der Production Line noch ist. Da wird gerade nochmal richtig Eco gepusht. Infestation Pit auch gleich mit am Start. Und da steht ein Phoenix, der jetzt direkt down geht. Na, der geht nicht down. Den saved er sogar noch. Nächster Koloss mit dem Spiel. Und da sehen wir die Roaches. 1-0 Upgrades. Nur das ist nicht viel. Gegen einen 2-0 Toss ist es halt also sehr, 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 sehr bitter. Er hat natürlich mehr Supply, aber er hat auch viel mehr Arbeiter. Das sind hier einfach mal fast 30 Arbeiter mehr. Und da rückt er so langsam sicher vor. Die Corruptor scouten hier alles ab. Da sind die... Was macht er mit den Overlords schon wieder? Die Banelinge hier. Okay, da blockt er die... Okay, der Tunneling Cross. Er läuft jetzt unten durch. Und da kommt, da sind die Corruptor gegen die Kolosse. Und die Overlords versuchen jetzt mit dem Banelinge hier reinzufliegen. Und das sieht ganz gut aus. Lad ab. Und da gehen viele, viele Stalker down. Das hat geschmerzt. Die aber die Kolosse hier gegen die Roaches. Die Roaches haben natürlich eine super schlechte Fight Position. Und alle Corruptor gehen in dieser Sekunde down. Nur noch einen Koloss mit am Start. Trotzdem, was sind zu wenige Corruptor, zu wenige Roaches, um hier den Ground Force gerade auseinanderzunehmen. Und das war natürlich der Moment, den er brauchte. Er hat einen Fight gehalten, konnte die dritte jetzt aussetzen. Jetzt ist er eigentlich ganz gut dabei. Hier gibt es jetzt mittlerweile eine vierte, das sollte aber soweit in Ordnung sein. Bewegt sich jetzt auch raus mit vielen Stalkern. Hat noch den einen Koloss. Das 3-0 Upgrade ist halt auch gleich durch und dann werden es die Upgrades halt auch teilweise richten. Auch wenn er dann 30 Supply weniger hat. Mit einer guten Armee kann man da wieder rein einiges rausholen, wenn man 3-0 hat. Vor allem, wenn der Gegner kaum Upgrades hat. Ah. Kann den Creep jetzt Step by Step kicken. Und da geht's los. Wieder fallen einige Roaches. Immer noch nur 1-0 für die Roaches. Jetzt kommen Mutas. Sehe ich das richtig? Ich lese nicht gerade 15 Mutas, oder? Naja, wenn das so viele sind, mache ich mir Sorgen. Aber es könnten auch nur 5 noch sein. Ja, das sind nur noch 3. Zieht sie jetzt hier ein Stück zurück und der Zerg ist schon wieder auf. 198 Supply. Also das kann er schnell pumpen.
Natürlich hat er auch einige Basen und das ist nicht wenig. Gucken wir uns das mal an. Aber dafür halt so gut wie keine Upgrades. Verstehe ich halt nicht. Ich meine, die Mutas haben 1-0. Die Roaches haben 1-0. Die Linge haben 1-0. Hier sind 4 Cannons, aber auch teilweise deplatziert. Die sind einfach nur zur Verteidigung, falls Ground Force kommt. Gegen die Mutas waren sie halt nicht so richtig geplant. Und da geht es wieder einiges down. Und da zieht... Oh, da hat er Blink. Ja, er hat Blink. Und wir sehen hier die Ultralisten-Höhle. Und da kommen alle Roaches mit angelaufen. Jetzt geht es hier gerade auf die Mutas. Die kriegen gut was ab. Der erste Koloss geht gerade down. Der letzte Corruptor fällt jetzt auch in diese Sekunde. Und da ist eine große Force. Die Echse wird gerade fokussiert. Wird dafür aber eine Menge an seiner Force verlieren. Jetzt lässt er ab. Nein, er geht mitten auf den Nexus. Der geht jetzt down. Wie war's mit den Roaches? Viele wird er noch überleben. Da gehen richtig viele down. Aber er hat einfach die größere Armee. Er kann natürlich viel schneller nachproduzieren. Er hat noch einiges an Ressourcen auf der hohen Kante. Zieht sich jetzt zurück mit dem, was er noch hat. Und wir sehen mal kurz, da werden 10 Mutas nachgebaut. Und gleichzeitig noch 22 Linge. Er will natürlich jetzt mit seiner Force hier alle crashen. Also Tyler muss jetzt vorwärts. Muss jetzt hier mindestens die Echse kaputt machen. Eigentlich sogar noch mehr. Denn er ist momentan auf 2 Basen und hier die letzte, die noch richtig läuft, ist fast schon outmined. Die geht jetzt runter hier mit 143 zu Blei. Das sieht sogar sehr gut aus. Die Mutas hier mit am Start sind, gehen auf den ersten Klaus. Der geht jetzt down. Wenn er nochmal drauf schießt, ja. Aber es sind so viele Stalker. Da sollten die Mutas nicht ausreichen. Der Koloss sollte eigentlich bewegt werden. Passiert in dieser Sekunde nicht. Er lässt ihn einfach drauf. Oh, kein Fokusfeuer mehr auf den. Doch, jetzt geht's wieder mit Fokusfeuer auf den Koloss. Jetzt geht's auf alle Mutas, die hier mit im Gepäck sind. Das sind noch einige, die ich hier sehe. Insgesamt, oh, das sind jetzt noch wie viele? 13, 14 Stück. Und da geht die Hatch down. Also der Echse Nummer 1 ist down. Wir haben jetzt noch eine laufende hier auf Seiten des Zergs. Und die Mutas, die kriegen hier gerade richtig was ab. Aber wirklich vom Allerfeinsten. Es kommen immer wieder vereinzelte Dinge nach. Das reicht natürlich aus. Blinkt hier wirklich immer wieder schön. Mike hat hier ordentlich die Stalker. Hat immer noch richtig viele mit im Gepäck. Und wir haben auf der anderen Seite nur noch 4 Mutalisten. Aber die ersten beiden Mutalisten sind jetzt auch mit dabei. Und 3 Infestoren. Also gibt jetzt gerade richtig viel Gas aus. Ist aber auf unter 100 Supply. Sollte vielleicht die Drohnen hier nutzen, um sie einfach mal hier arbeiten zu lassen. Dann wird das Income natürlich auch wieder steigen. Die Stalker rennen jetzt vor. Und gegen 2 Ultralisten kann man natürlich auch vor allem richtig, richtig gut Maikon, wenn man Stalker hat. Die Frage ist, wird das jetzt noch ausreichen? Er schickt jetzt alles her, was er hat. Stalker kommt noch mal ein paar nach. Er Maikot hier. Drohnen werden dazugezogen. Er muss die Ultralisten irgendwie ins Spiel bekommen. 5 Infestoren. Natürlich, wenn die Fungal Growth setzen, ist das sehr, sehr, sehr gut. Aber da kommen 2 Kolosse. Oh, 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 oh. Wie fies ist das denn? Mit diesen beiden Kolossen ist er jetzt weit vorne. Die Range, wir sehen es hier, macht auch einiges her. Keine Energie für Fungal Grove. Er rennt mit den Infestoren einfach rein. Jetzt gräbt er sie doch ein. Hat gemerkt, okay, dann verlieren wir sie nicht. Da ist der erste Ultralist. Jetzt werden hier gerade Infested Terrans mit ins Spiel gerufen. Aber 1, 2 Ultralisten sind einfach zu wenig. Er braucht ein paar Linge dabei. Er braucht Fungal Grove. Dann wäre da viel gegangen. Aber da wird die Armee auseinandergenommen. Und die Ultralisten... Höhle wird auch jetzt auseinandergenommen. Da kommt das GG. Well played. Good luck in the tourney. Und somit ist Tyler mit 2 zu 1 doch noch weiter. So kann es gehen. Also da war auf jeden Fall mehr drin. Das hätte Six Jacks auf jeden Fall machen können, aus meiner Sicht. Schreibt es gerne in die Comments, wie ihr es gesehen habt. Schönes ZVP hier, ein 3-Mapper und das war's von mir. Ja, und ich freue mich jetzt gleich erstmal Socke richtig zu begrüßen und der ja frisch aus Dallas zurück ist. Also, bis dahin. Tschüss.